Hallo zusammen, heute zeigen wir euch, wie man so einen Fidget Spinner aus Lego selber bauen kann. Das ist ganz einfach. Dazu nimmt man erst so einen Noppenstein mit drei Seiten und steckt einen roten in die Mitte. Dann tut man zwei von diesen runden Teilen, die aus Eurostechnik an die Seite. Und es sieht dann ungefähr so aus. Dann steckt man an jede Seite einen schwarzen Stab. Die Längen sind eine Variable. Und die Gewichte werden aus einem solchen Teil, einem schwarzen Noppen und so einem Zahnrad gebaut. Da kann man auch verschiedene Zahnräder verwenden. Das wird dann dreimal gebaut und den Seiten befestigt. So sieht es dann ungefähr aus, jedes Teil. Und wenn man das dann an allen drei Seiten gemacht hat, dreht sich der Fidget Spinner auch. Man muss nur gucken, dass man das nicht zu fest an den Seiten reindrückt. Wenn mit viel Fantasie kann man auch noch viele andere Modelle bauen, wie zum Beispiel den hier. Und dann gibt es auch noch dieses Modell und das hier, das kann man auch an der Seite aufklappen. Und ja, dann das hier kann man auch noch variabel bauen. Da gibt es jetzt zum Beispiel diese zwei Variationen. Wenn man guckt, sehen die den normalen Fidget Spinner auch schon ziemlich ähnlich. Also wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr die gerne nachbauen. Und denkt dran, abonnieren kostet nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.